Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, Mike hier von Angeln in Österreich. Ich begrüße euch zum zweiten Teil für die Montage beim Karpfenfischen. Im ersten Teil habe ich gezeigt, wie ich selber meine Haarmontage bände, ganz einfach. Wie gesagt, Vorteil beim Selberbänden ist einfach, ich kann die Haarlänge variieren. Das taugt mir recht. Heute kommt der zweite Teil. Der zweite Teil hat aber nichts mit dem Haken zu tun, sondern mit dem Safety Clip System. Und wie mein Safety Clip System, das ist jetzt eins von Anaconda mit einem seitlichen Haken, wo ich das Blei seitlich einhänge und kein Inline-Blei habe. Wie ich das an meine Hauptschnur bringe, das so, zeige ich. Wie bringe ich jetzt die vier Einzelteile eigentlich an meiner Hauptschnur an? Vom Safety Clip System. Vier Einzelteile ist, ich habe einmal einen Tonnenwirbel, der ist automatisch dabei, auch in der richtigen Größe für das Safety Clip. Das ist die kleine, naja, eigentlich ist das Safety Clip, kann man sagen. Ich schaue mal, ob ich das so zeigen kann. So, das ist das Safety Clip mit dem kleinen Haken, wo ich dann außen, jetzt einmal sieht man das, genau, wo ich dann außen da mein Blei einhängen kann. Ja, dann habe ich noch so ein dann habe ich da noch ein kleines Verhütterli, sage ich jetzt einmal, für den Safety Clip dann, das wird dann da so drüber geschoben, als Fixierung quasi, ja, und dann habe ich noch einen Schlauch, ja, der ist da auch dabei, den sollte man immer so, naja, von der Länge her, ich habe meistens gern so 20 cm, kann ein bisschen mehr sein, recht viel weniger soll es nicht sein. Wie fange ich an? Ganz einfach. Ich nehme jetzt den Schlauch und schneide mir den auf alle zwei Seiten, oder eigentlich auf einer Seite würde reichen, schräg an. Sieht man das da so? Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Ich schneide mir den schräg an. Ich zeige euch gleich warum. Ich lasse das jetzt einmal so. Und dann wird die schräge Seite sollte zum Köder oben schauen, also Richtung Blei, Richtung Köder. Und dann wird einfach einmal durch den Schlauch jetzt die Hauptschnur durchgezogen. So, wie gesagt, dass man da jetzt nicht ewig beim Durchfahren zuschauen müsst, weil das könnte ein bisschen dauern. Fahren wir mal mit der Hauptschnur. Und nein, das ist nicht meine Karpfenschnur, mit der ich normal fische. Aber ich habe gerade keine andere Schnur nicht da gehabt. Und mein Spulen möchte jetzt eigentlich nicht extra anspulen. So, wir sind jetzt einmal mit der Hauptschnur durchgefahren. Sieht man das? Das ist ein bisschen weit unten. So, wir sind jetzt einmal mit der Hauptschnur durchgefahren. Ja, sieht man da? So, dann wird der sogenannte Verschluss, das Verhütterli, wichtig ist, die breite Seite auch Richtung Köder, wird auch durchgefault. So, wenn ich es schaffe. So, oder? Dann schaut das auch so aus. Ja. Und den Schlauch jetzt in das Verhütterli reinstecken. Und darum ist das recht super, wenn man sich den Schlauch dann da unten noch schräg anschneidet, dann rutscht nämlich das besser rein, ein bisschen weiter. Tatsächlich da ein bisschen leichter. Was machen hilft auch ein bisschen. So, dann schaut das so aus. Dann ist das so oben. Als allernächstes wird das System aufgezogen. Und zwar da auch die breite Seite Richtung Köder. Einfach draufziehen. So, da. Dann schaut es so aus, ich probiere es mal am Tisch zum Herzeigen, außer das ist recht weit weg. Meine Hauptschnur sieht mehr ein bisschen. Also, da haben wir jetzt die Hauptschnur, Schlauch, Verhütterli und das System. Und da geht jetzt die Hauptschnur Richtung Köder, beziehungsweise Richtung Vorfach. Und dann montiere ich mir da in dem Fall jetzt meinen Tonnenwirbel. Ja, ihr kennt euch aber auch, zum Beispiel, so mache ich gern, einen Karabiner suchen, der dieselbe Größe vom Tonnenwirbel hat. Ich nehme das relativ gern und nehme das für das Safety Clip System und nicht den, weil dann habe ich nämlich einen Karabiner und kann immer das Vorfach schön wechseln. Ja. Aber das könnt ihr natürlich so auch machen und dann das Vorfach einhängen mit einem Schlauch drüber, geht natürlich auch. So, ihr macht dann da einen Clinchknoten und Freunde, das ist das Wichtigste, der Clinchknoten da, an dem Tonnenwirbel, der muss wirklich sauber sein. Wenn der nicht sauber ist, ja, sauber heißt jetzt, dass er wirklich schön bunten ist, dass nichts dran steht, dass er nicht schief ist, etc. Sage jetzt einmal, wenn der nicht sauber ist, dann rutscht das nachher nicht richtig in das Safety Clip System rein. Dann macht es nicht glatt und dann funktioniert die ganze Geschichte. Deswegen anschneiden. So. Und dann, ich hoffe, man hört das jetzt. Das schaut jetzt so aus, dass da jetzt ein
das System drauf rutscht und da der Tonnenwirbel ist. Da. So, und dann ziehe ich das da rein. Und wenn ich das da rein ziehe, ich hoffe, die Schnur hält das jetzt aus, weil wie gesagt, das ist normalerweise ganz was Feines mit dem, was ich da fisch. Ich hoffe, die Schnur hält es jetzt aus. Und wenn man das dann da rein zieht, dann muss das klicken. Ich probiere jetzt einmal, ob man das hört. Klick, gehört. So, die Schnur, was nicht gerissen ist. Dann macht das Klick und dann ist das verriegelt und so schaut das dann aus. Dann schaut vom Tonnenwirbel nur mehr ganz, ganz wenig aus. Und da könnt ihr es dann einschlafen, das Vorfach und so weiter und so fort. Aber es muss unbedingt Klick machen, sonst funktioniert das ganze System nicht. So, dann suche ich mir jetzt einmal schnell ein Blei. Dann hole ich da jetzt ein Blei, 70 Gramm, normales Standard, Blei zum Boilefischen. So, häng dann da bei dem System, wo das zum Einschlafen ist, mit Blei. So, da. Und dann schiebe ich das Verhütterli bzw. die Sperre, dass es nicht mehr runterrutschen kann, schiebe ich dann einfach drüber. So, da. So, ungefähr bis zur Hälfte mache ich das immer. So, das schaut dann so aus. Da habe ich noch ein bisschen Zube, ich schiebe das ungefähr bis zur Hälfte drüber und so schaut das Safety Clip Montage dann aus. Also, wie gesagt, das war jetzt das Safety Clip System, ist auch jetzt nicht recht schwer zum Zusammenbauen. Wie gesagt, das gibt es komplett als Satz zum Kaufen von Anaconda, ist jetzt meins zum Beispiel. Ich glaube, da ist Material drin für, da ist jetzt nicht liege, ich glaube, sechs Systeme sind da drinnen, was ich jetzt im Kopf habe, müsste aber nachschauen, wann ich mein Eis kaufe. Ja, wie gesagt, das ist halt mein bevorzugtes Safety Clip, weil ich seitlich immer, ich konnte dann nämlich teilweise dann auch mal das Blei austauschen, wenn ich sage, ich will nicht mit dem 70er Blei fischen, sondern ich will jetzt mit dem 100er fischen, weil ich jetzt an einen Fluss fahre und ich brauche ein stärkeres Blei, dann kann ich das schnell machen. Kann ich mit dem Inline Blei halt nicht, weil da muss ich halt dann wieder alles dann durchfahren, da taugt mir eigentlich das System relativ gut. Wie gesagt, es ist nicht schwer. Gut, das war es dann eh schon wieder, haben wir eh schon wieder genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es selber zusammenbaut. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg wie ich und genauso viel Freude wie ich. Wie gesagt, es ist waschen einfach selber zum Binden, ist innerhalb von 3 Minuten eigentlich fertig. Keine große Hexerei dabei und hat halt meiner Meinung nach die Vorteile, dass man das austauschen kann. In diesem Sinne, ein kräftiges Petri Heil, tight lines, straffe Leinen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, wird euch, tschüss.